In seinem Atelier bewahrt Picasso sein ganzes Leben lang 4 von ihm bewunderte Bilder auf. Sie stammen alle von einem Maler. Immer wieder vergleicht er seine Arbeiten mit diesen besonderen Gemälden. 1908 fotografiert er den Maler in seinem Atelier mit Doppelbelichtung. Als habe er mit diesem Foto eins der größten Rätsel der Kunstgeschichte erfassen wollen. Das Leben und Schaffen des autodidaktischen Malers Henri Rousseau, genannt Le Douanier, der Zöllner. Henri Rousseau, der für seine kindlichen Dschungelbilder bekannt ist, hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein malerisches Werk geschaffen, das möglicherweise weit weniger einfach ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Die Geschichte des Zöllners Rousseau als Maler beginnt etwa um 1900 in Paris. In dieser Stadt aller Künste werden täglich neue Ausdrucksformen erfunden. Im heutigen Paris sind kaum noch Spuren der damaligen Zeit und ihrer Atmosphäre zu finden. Die Seine war eine lebenswichtige und die meistgenutzte Verkehrsader der Stadt. Und auf den Quais wimmelte es von Kleinhändlern. Gerade 20 Jahre alt kommt Henri Rousseau 1868 als bescheidener Provinzler nach Paris, wo er als Zollangestellter arbeitet und die unablässig auf dem Wasserweg eintreffenden Warenladungen registriert. Deshalb wird er den Beinamen der Zöllner erhalten, worin ebenso viel Zuneigung wie Belustigung steckt. Nachdem er 20 Jahre lang dieser einfachen Arbeit nachgegangen war, will er Maler werden. Er gibt die städtische Anstellung auf und von da an ist das Einzige, auf was er hofft, die künstlerische Anerkennung. Er richtet sich in einem kleinen Atelier hinter dem Montparnasse-Viertel ein. Ganz zu Anfang seiner Künstlerlaufbahn schickt er eine selbstverfasste Biografie an einen Verleger, die zu seinen Lebzeiten jedoch nie an die Öffentlichkeit gelangt. Henri Rousseau, Maler, geboren 1844 in Laval. Wegen der bescheidenen Verhältnisse seiner Eltern musste er zunächst einem anderen Beruf nachgehen, als jenem, zu dem ihn seine künstlerischen Neigungen aufriefen. Erst nach vielen harten Prüfungen gelang es ihm, bei einigen Künstlern seiner Umgebung bekannt zu werden. In dem originellen Stil, den er sich zu eigen gemacht hat, erreichte er wachsende Vollkommenheit und steht jetzt kurz davor, einer unserer besten realistischen Maler zu werden. Als charakteristisches Merkmal trägt er einen struppigen Bart und er gehört zu den Unabhängigen. Denn er ist überzeugt, dass dem Neuerer, dessen Denken sich im Schönen und Guten erhebt, alle Freiheit gelassen werden muss. »1890, also zu Beginn seines Künstlerdaseins, malt Rousseau ein Selbstbildnis, in dem seine Persönlichkeit, seine Kunst und seine Ruhmesträume anschaulich zum Ausdruck kommen. In seinem Bild »Ich selbst, Porträtlandschaft« stellt sich der Douanier dar, wie er sich selbst gerne sieht. Ein selbstbewusster Maler, der seine Kunst beherrscht. Als Riese herrscht er nun über die Seine Quais und seine ehemalige Zollstation.
Auf seiner Palette stehen die Namen seiner geliebten Gattinnen, Clémence und Joséphine. Ihnen widmet er seinen Willen zu malen. Zugleich siedelt er sich ganz in seiner Zeit an, die von den festlichen Flaggen der Weltausstellung 1889 geprägt ist. Und natürlich vom Eiffelturm, der gerade erst in der Malerei aufzutauchen beginnt. Doch Rousseaus Kunst ist noch unbeholfen. Wie den Korrekturspuren zu entnehmen ist, gelingt es ihm nicht, die Stellung seiner Füße perspektivisch darzustellen. So scheint er über Paris zu schweben, wie diese Montgolfiere. Hoch hinauf in den Himmel schwingt sich auch der Eiffelturm, der seit seiner Fertigstellung 1889 das höchste Bauwerk der Welt und ein Symbol der triumphierenden Modernität ist, die sich auch unter den Künstlern jener Zeit ausbreitet. Einer der berühmtesten unter ihnen ist der Dichter Guillaume Apollinaire, der Erfinder der Kalligramme und des Begriffs Surrealismus. Er ist der Wortführer einer Avantgarde, die sich daran macht, die überkommenen Grenzen zu durchbrechen. Apollinaire schart etliche Künstler um sich. Darunter befindet sich der junge Schriftsteller Alfred Jarry, Verfasser der Theatersatire König Ubu. Und es ist Alfred Jarry, der den ehemaligen Zollangestellten mit den jungen Malern Pablo Picasso und Robert Delaunay bekannt macht. Zwei der bedeutendsten Begründer der modernen Kunst. Henri Rousseau veranstaltet regelmäßig künstlerische Abende, zu denen er die Pariser Bohème in sein Atelier einlädt. So auch Fernande Olivier, Picassos erste Muse. Il y a assez longtemps, je crois que j'ai connu Rousseau en 1904. Je l'ai connu la première fois que j'ai vu Rousseau, c'était à une de ces soirées qu'il donnait avec des artistes et surtout des commerçants de son quartier. C'était Guillaume Apollinaire qui avait été invité, qui nous y avait emmenés. Et j'ai trouvé Rousseau un homme charmant, avec une allure tout à fait ordinaire de petit bourgeois de province. Il n'avait même pas l'allure du douanier, comme on les voit un peu arrogants. Non, il était timide, il était pusillanime. Il avait confiance cependant en lui, une très grande confiance en son travail. Il aimait la peinture par-dessus tout. Doch seine überschwängliche Leidenschaft ist kein Grund, die Aspekte der realistischen Arbeiten des Zöllners zu verschleiern oder zu entschuldigen. Die zuweilen kindlich anmutende Malerei stammt von einem Mann, der sein Leben lang um die Beherrschung dieser Kunst kämpft. Zweifelhafte Proportionen. Unausgewogene Positionierung der Figuren im Raum. Ungeschickte Ausführung von Linien und Details. Henri Rousseaus Kunst erscheint auf den ersten Blick einfältig. Und das Naive war lange Zeit die einzige Eigenschaft, die seinen Werken bescheinigt wird. Henri Rousseau stellt zum ersten Mal 1885 beim Salon des Indépendants, dem Salon der Unabhängigen, aus. Dieser neue, von Signac, Redon und Seurat gegründete Salon stellt juryfrei und ohne Preisvergabe alle neuen Tendenzen der Malerei aus. Rousseau löst allgemeines Gelächter aus, dessen Nachhall ihn bei allen folgenden Ausstellungen begleitet. In einem kleinen Heft sammelt er die Zeitungsartikel, in denen von ihm die Rede ist. Gleich einem Kind, das sich über die Strafpredigten seiner Eltern hinwegtröstet, indem es sie als Beweise seiner Existenz versteht.
Das ist doch das Werk eines 10-jährigen Kindes, das Männchen malen wollte. Das heißt auch, dass selbiges Kind nicht zu beobachten versteht und seine Malerei einzig und allein seiner Fantasie entspringt. Das Folgende richtet sich an den herausragenden Landschaftsmaler Rousseau, dessen Bilder dem Geschmiere ähneln, das uns als 6-Jährige helle Freude bereitete, wenn eine nachsichtige Mutter uns einen Kasten giftfreier Farben anvertraute. Die verrückten Chinoiserien des Monsieur Rousseau. Welch ein Unglück, gerechter Himmel, dass solch wunderschönes Leinen verloren ist. Es hätte ausgezeichnete Küchentücher abgegeben. Sein Tiger inmitten des Dschungels mag als japanische Tapisserie durchgehen. Was beweist, dass es Monsieur Rousseau mit etwas weniger Theorie und etwas mehr Fleiß gelingen könnte, die Natur darzustellen. Nur wenige Künstler sind zu Lebzeiten mehr verspottet worden als der Zöllner. Und nur wenige Menschen haben dem Spott und den unflätigen Grobheiten, mit denen er überschüttet wurde, eine so ruhige Stirn geboten. Dieser liebenswürdige alte Mann bewahrte stets die gleiche Gelassenheit. Und aufgrund einer glücklichen Veranlagung wollte er noch im Gespött das Interesse der Missgünstigen an seinem Werk erblicken. Beim 5. Salon der Unabhängigen 1891 stellt Rousseau ein unerhörtes Bild vor. Der Titel Surpris, überrascht, gefolgt von einem Ausrufezeichen. Dieses Bild stellt eine Szene dar, die mehr noch als die vorausgegangenen auf Gelächter stößt. Überrascht. Dieses Bild, eine leidenschaftliche Allegorie der Verblüffung, die Rousseau hervorruft, konfrontiert das Publikum mit seinem eigenen Blick, der, gleich diesem im Gewitter erstarrten Tiger, unfähig ist, das Kunstwerk zu verstehen, das er vor Augen hat. Man kann gar nicht anders, als die Charakterstärke dieses Mannes zu bewundern, der beharrlich weitermalt, obwohl er unablässig ausgelacht wird und alle ihn als ein Kind oder einen Verrückten betrachten. Der Zöllner war sich seiner Kraft bewusst. Ein- oder zweimal entschlüpften ihm die Worte, er sei der stärkste Maler seiner Zeit. Und möglicherweise täuschte er sich in vielen Punkten nicht einmal so sehr. Auch wenn er in seiner Jugend keine künstlerische Erziehung genossen hat, so scheint es doch, dass er in fortgeschrittenem Alter, als er sich anschickte zu malen, die Meister ausgiebig und mit Leidenschaft betrachtete. Und quasi als einziger unter den Modernen deren Geheimnisse erriet. An Guillaume Apollinaire. Werter Freund, soeben habe ich das Telegramm erhalten. Sollten Sie morgen auf keinen Fall kommen können, so kommen Sie unbedingt damit hoch. Das Porträt kann nicht länger warten. Es ist nicht gut, wenn die Farbe trocknet. Das macht doppelt Arbeit. Also unbedingt bis morgen Dienstag oder bis Mittwoch um 13:30. In Erwartung, mit herzlichem Händedruck und schönen Grüßen an Ihre Dame, die sich so freuen wird, wie ich es hoffe. Zweimal malte der Zöllner mein Porträt in einer Komposition mit dem Titel La Muse inspirant le poète. Die Muse inspiriert den Dichter. Die einen fanden das Gemälde anrührend, die anderen, es grenze ans Groteske. Diejenigen jedoch, die auf die Ähnlichkeit achteten, waren sich alle darin einig, dass es gar keine gab. Ich selber staunte nur, denn wie war es möglich, dass mich alle in diesem Porträt erkannten, obwohl es keine Ähnlichkeit mit mir hatte? Ich bin allerdings geneigt, zuzugestehen, dass dieses Porträt von einer so verblüffenden und so neuen Ähnlichkeit war,
dass sie diejenigen blenden musste, die sich ihrer bewusst wurden, aber nicht daran glauben wollten. Dieses so lange bedachte Gemälde war nahezu perfekt. Der Zöllner hatte das zauberhafte Kleid meiner Muse schließlich in Falten gelegt und mein Jackett in Schwarz getaucht. In jenes Schwarz, das Gauguin für unnachahmlich erklärte. Seine Ungeschicktheit veranlasst Rousseau dazu, die Volumen, die er nicht wiedergeben kann, in gleichsam geometrische Flächen zu übersetzen. So ähneln die Gesichter primitiven Masken, wie hier das Porträt, das vermutlich den Schriftsteller Pierre Loti darstellt. Sie strahlen eine archaische Macht aus und ihre Ausgewogenheit ist geradezu vorausweisend. Es ist ein erster Hinweis auf das, was Apollinaire, Delaunay und Picasso an diesen Porträts so sehr fasziniert. Sie sehen nämlich in diesen Formen, die keineswegs kindlich, sondern kunstvoll sind, die Auferstehung einer vergessenen Ausdrucksform. Diese war auf den Weltausstellungen 1889 und 1900 in Paris gerade wieder aufgetaucht, wo Statuen und Masken aus den französischen Kolonien gezeigt wurden. Während das Publikum sie meistens als Stammeskunst abtut, sind einige avantgardistische Künstler wie Picasso voller Bewunderung und fühlen sich durch diese Formen in ihrem Willen zur Abstraktion bestärkt. An diese Kunst fühlen sie sich erinnert, als sie zum ersten Mal Henri Rousseaus Gesichter sehen, die sie als primitiv bezeichnen. Aber wenn Rousseau diese Masken nie hat kopieren wollen, wo hat er dann diese besonderen Formen gesehen? Aufschluss geben hier die frühesten visuellen Eindrücke, die das Unbewusste eines Künstlers auf immer prägen. Henri Rousseau wächst in Laval auf, einer Provinzstadt zwischen Paris und der Bretagne. Sein Vater war Klempner und die Familie bewohnte die sogenannte Tour Bécheresse, ein mittelalterliches Stadttor. Hier verbringt Henri Rousseau die ersten 20 Jahre seines Lebens. Dieses einzigartige Wohnhaus an der Grenze zwischen Stadt und Land nährte lange Zeit die lebhafte Fantasie des jungen Rousseau. Es ließ ihn die Möglichkeit einer anderen Welt ahnen. Einer Welt an der Grenze zwischen Realität und Traum. Unweit von diesem Turm liegt an den Ufern der Mayenne die kleine Kirche von Avenières, die der kleine Henri besucht. Er beobachtet dort den wechselnden Widerschein des Farbenspiels der alten Kirchenfenster. In dieser Kirche gibt es noch die ganze Schönheit des Mittelalters zu bestaunen. Die Kapitelle der Chorsäulen schmücken Heilige und Löwen und beschwören die Zeit, als die Bilder Geschichten erzählten. Wie in der Malerei Rousseaus müssen auch in dieser Kunst die Formen nicht genau sein, um uns von der Realität zu überzeugen. Henri Rousseau hat den Blick auf diese Fabelwesen gekannt, hat die Zeit gekannt, wo es des Glaubens bedurfte, um zu sehen. Einige wenige Kritiker, die voller Bewunderung für Rousseaus Bilder sind, verweisen darauf, dass die Farben und Töne seiner Gemälde denen der italienischen Primitiven des 15. Jahrhunderts ähneln. Manchmal fallen sogar die Namen von Paolo Uccello oder Lo Scheggia.
Rousseau macht sich mit dieser reinen und frischen Vision an die Arbeit und trifft ganz unmittelbar jene Wahrheit, die seit den Primitiven verloren gegangen war. Das ist die wahre Bedeutung von Rousseaus Werk. Wir wissen, dass er den Louvre besuchte. So leuchtet es ein, dass er es dank seiner großen malerischen Begabung verstand, im Umgang mit den Meistern vom ersten Moment an den verlorenen Sinn der Traditionen aufzuspüren. Ein Resultat, das die Impressionisten dank ihrer anarchischen Aktion zu finden glaubten. Rousseaus Vorstadtlandschaften mussten die Impressionisten recht seltsam anmuten. Ohne stilisierende Effekte beschreibt sein Pinsel schmucklos eine schlichte und melancholische Welt. Der nahezu fotografische Blick vermittelt zugleich die Verzauberung des Künstlers angesichts der radikalen Verwandlung des Horizontes durch die großartigen Erfindungen jener Epoche. Diese mussten dem gewöhnlichen Publikum recht nutzlos oder gar verrückt vorkommen, ebenso wie Rousseaus Vorstadtansichten. Trotz seiner realistischen Absichten gibt es in Rousseaus Bildern immer eine leichte Verzerrung. Doch dank seiner Beharrlichkeit gelingt es dem Maler auf seinen Bildern, wie die Fußballspieler oder Vater Juniers Wagen, seine Ungeschicktheit durch kompositorisches Genie auszugleichen. In dem experimentierfreudigen Paris begibt sich Rousseau, vermutlich mit seinem jüngeren Freund Alfred Jarry, in das Schattentheater von Henri Rivière im Cabaret du Chat Noir auf dem Montmartre. In diesem Cabaret von zweifelhaftem Ruf pflegt die Bohème des ausgehenden 19. Jahrhunderts zwielichtigen Umgang. Für Schriftsteller wie Alphonse Allais oder Léon Blois, Musiker wie Éric Satie oder Claude Debussy und Maler wie Toulouse-Lautrec oder Degas ist der Besuch des Schattentheaters ein provokanter Spaß, der die herrschende Ordnung in Frage stellt. Zuweilen ähneln Rousseaus Bilder in ganz erstaunlicher Weise diesem Dekor mit seinen Schatten und den Landschaften ohne perspektivische Tiefe. Doch dieses Theater ist eine der letzten Manifestationen einer im Verschwinden begriffenen Welt. Denn jetzt werden Maschinen erfunden, die den Bildern Leben einhauchen und die Geschichte der Repräsentation revolutionieren. Während der Maler am Werk ist, vollzieht sich eine der wirkmächtigsten Wandlungen der Kunstgeschichte: die Erfindung des Kinematographen. Einer der ersten Filme, von Edison 1900 auf der Weltausstellung gedreht, weist mit seinen Einstellungen und Kamerafahrten bereits alle modernen Techniken des Films auf. Die Wirklichkeit wird dem faszinierten Publikum jetzt auf einer Leinwand vor Augen geführt. Was gibt es angesichts dieses neuen Verfahrens noch zu malen? Jetzt gilt es, die Wahrheit im Nichtsichtbaren zu suchen, im Wahn, in den Träumen und Albträumen. Das Figürliche löst sich auf in der neuen Suche nach dem Unsichtbaren. Diejenigen, die Rousseau gekannt haben, erinnern sich an seine besondere Beziehung zu Gespenstern. Er begegnete ihnen überall. Und eines verfolgte ihn über ein Jahr lang, als er noch Zollangestellter war. Mehrere Male versuchte Rousseau, das Gespenst mit dem Gewehr zu erschießen. Aber ein Gespenst
kann nicht mehr sterben. Und würde er versuchen, es zu fassen, es würde im Boden verschwinden und an anderer Stelle wieder auftauchen. Er hatte eine so starke Empfindung der Realität, dass, wenn er etwas Fantastisches malte, von einem Schauder erfasst wurde und manchmal zu zittern begann. Dann musste er das Fenster öffnen. Rousseau kommuniziert mit einer Welt, die uns Sterblichen nicht zugänglich ist. Der Mond scheint auch am helllichten Tage. Der einzigen geheimnisvollen Lichtquelle gelingt es nicht, Farbe und Schatten aufzulösen. Sein Licht, ebenso intensiv wie zart, lässt die Zeit erstarren und eine irreale Welt entstehen, in der jedes kleinste Detail sichtbar wird. Es ist sicher kein Zufall, dass so viele von Rousseaus Gemälden den Mond als einzige Lichtquelle aufweisen. Allmählich nimmt Rousseau Abstand von Porträts und Landschaften und malt im Licht des Mondes immer häufiger eine sinnliche und fantastische Welt. Tristan Tzara und André Breton, die Begründer des Surrealismus, betrachteten 30 Jahre später die schlafende Zigeunerin als eine der Inspirationsquellen ihrer Bewegung. Das lange vor dem Auftauchen des Surrealismus entstandene Gemälde eines Autodidakten widersteht bis heute jeder schlüssigen Interpretation. Allein die Worte des Ausnahmekünstlers Jean Cocteau können etwas vom Sinn eines solchen Meisterwerks erfassen. Wir sind in der Wüste. Vielleicht sind dieser Löwe, dieser Fluss, der Traum der Schlafenden. Welch ein Frieden! Das Mysterium glaubt sich allein und zeigt sich unverhüllt. Die Zigeunerin schläft, die Augen sind geschlossen. Könnte ich doch diese unbewegliche Gestalt beschreiben, die in diesem Strom des Vergessens fließt? Ich denke an Ägypten, wo man es verstand, die Augen im Tod offen zu halten, wie die Taucher im Meer. Im Übrigen hat es sicher seinen Grund, dass der Maler, der nie ein Detail vergaß, dem Sand um die Füße der Schlafenden keine einzige Spur einzeichnet. Die Zigeunerin ist nicht hierher gekommen. Sie ist da. Sie ist nicht da. Sie ist an keinem menschlichen Ort. Mit diesem Bild hat Henri Rousseau der Kunst ein immenses Vermächtnis hinterlassen. De Chirico, Dalí, Buñuel und andere werden es als Manifest verstehen, das den Betrachter dazu auffordert, seinen eigenen Blick in Frage zu stellen und zugleich zu schärfen. Rousseaus Wunsch, der Welt, in der er lebte, zu entkommen, war so stark, dass es ihm schließlich gelang, eins der fantastischsten Reiche der Malerei zu erschaffen. Er ist nie nach Mexiko gereist, obwohl er das zuweilen behauptete.
Apollinaire hat diese Schwindelgeschichte aufgegriffen und weiterverbreitet. Rousseau hat keine Dschungel gemalt, sondern Dschungelträume. Er hat keine realen Wälder dargestellt, sondern die Wälder seiner Fantasie. Immer tiefer dringt er ein ins Labyrinth der menschlichen Seele. Sein Bild, der Traum, scheint das Unbewusste auf ganz moderne Weise in Szene zu setzen. Während Sigmund Freud in Wien die psychoanalytische Theorie entwickelt, malt Rousseau einen auf einem Divan ausgestreckten weiblichen Akt inmitten eines üppigen Urwalds, den er in Wirklichkeit nie erblickt hat. Werter Freund, ich antworte umgehend auf Ihren freundlichen Brief, um Ihnen zu erklären, warum sich dieses Kanapee dort befindet. Die schlafende Frau auf dem Kanapee träumt, dass sie in diesen Urwald versetzt ist und dem Instrument des Zauberers zuhört. Ich danke Ihnen für Ihre wohlwollende Einschätzung. Und wenn ich meine Naivität bewahrt habe, so liegt das daran, dass Herr Jerome, Professor an der École des Beaux-Arts, mir stets geraten hat, sie zu bewahren. Man hat mir auch gesagt, ich sei nicht aus unserem Jahrhundert. Ich kann meine Art zu malen nicht ändern, zu der ich, wie Sie sich denken können, durch beharrliches Arbeiten gelangt bin. Rousseau präsentiert auf diesem Bild eine eigenwillige Deutung des Garten Eden. Hier die nackte Eva. Dort die verbotenen Früchte, die eher Orangen als Äpfeln ähneln. Und schließlich der Versucher, die Schlange, die aus dem Bildrahmen zu fliehen scheint. Sie symbolisiert das Begehren und die Sünde und kann nicht im hellen Licht erscheinen. Diesem klassischen Thema fügt Rousseau durch ein viertes Element eine neue Deutung hinzu. Im Hintergrund und auf den ersten Blick nicht sichtbar, sitzt ein geheimnisvoller Zauberer. Mit seinem Instrument scheint er alle Kraft der Kunst in sich zu sammeln, sodass es ihm gelingt, die Schlange zu vertreiben, damit das Paradies in seiner ursprünglichen Reinheit erhalten bleibt. Tatsächlich ist der Zauberer die zentrale Figur des Bildes. Ein heimlicher Schatten, der unser Unbewusstes darstellt und zugleich die nicht fassbare Kraft des Schöpfertums symbolisiert. Rousseaus Fantasie kennt keine Grenzen. Er, der Paris nie verlassen hat, findet seine Träume im Album der wilden Tiere des Kaufhauses Galerie Lafayette abgebildet. Und einige Tiere malt er haargenau nach. Eine weitere Inspirationsquelle sind die tropischen Gewächshäuser und die Ménagerie du Jardin des Plantes des Botanischen Gartens in Paris. Auch hier achtet er auf jedes Detail. Bei längerem Betrachten seiner Bilder fällt allerdings auf, dass sich nicht alles erklären lässt. Es ist, als habe sich Rousseau eines archaischen Ortes erinnert, eines tierischen Schauders, eines Reiches, in dem die Affen schließlich den Platz des Malers einnehmen. Vielleicht ist dies das größte Rätsel in Rousseaus Leben. Was genau sah er, wenn er den Botanischen Garten besuchte? Einem Journalisten gegenüber, der ihm eines Tages diese Frage stellt, behauptet er: Wenn ich diese Gewächshäuser betrete, habe ich den Eindruck, in einen Traum einzutreten.
Es ist eine exotische Landschaft und zugleich ist alles durchdacht und wohl überlegt. Eine metallische Schwere der Formen, der üppig wuchernden Fettpflanzen. Eine ungeheure Vielfalt an Bewegungen, die der Natur nach all ihren Seiten abgeschaut zu sein scheinen. Doch er stellt die Natur dar, wie er sie sehen will. Das heißt, wie es seinem eigenen Realitätssinn entspricht. In der Malerei unbekannte Größenverhältnisse, eine Vielfalt an kräftigen Farben, satte und kalte Grüns, gelbliche und fleischige Grüns, blühende Kakteen. Das einfache Gras unserer Landstriche wird zu wahren Bäumen im Land der Sonne, wo die ganze Natur gigantisch ist. Auf dem Bild Die Schlangenbeschwörerin, eine Auftragsarbeit von Delaunays Mutter aus dem Jahr 1907, beschwört Rousseau, der stets das Unsichtbare aufspürt, den dunklen und drängenden Anteil des erotischen Begehrens. Ein Drang, der sich einzig durch die wahre Kunst beherrschen lässt. Für Rousseau werden Träume zum Rohmaterial des künstlerischen Schaffens. Die riesigen Dschungelbilder werden für den Maler allmählich zum unabdingbaren Refugium. Auf deren Gestaltung verwendet er all seine Kraft. Völlig verarmt verbrennt er darin seinen glühenden Wunsch nach Anerkennung. In diesen Urwäldern taucht immer wieder das gleiche Motiv auf: ein wildes, ausgehungertes Raubtier. Nur wer sich nie fragen musste, wie er sich am nächsten Tag ernährt, verkennt in diesem Motiv die quälende Angst des Malers zu verhungern. An Guillaume Apollinaire. Lieber Freund, es ist mir sehr unangenehm, dass ich dir diese Zeilen schreiben muss, denn ich wollte dir meine augenblickliche Lage nicht vor diesen Herren darlegen. Ich hatte meine Miete zu zahlen, dazu eine recht hohe Rechnung bei meinem Farbenhändler, sodass ich in höchst misslicher Lage bin und heute bleiben mir nur 15 Centimes für das Abendessen. Ich habe natürlich meine Pension, ohne die käme ich überhaupt nicht zurecht. Ich konnte leider nie etwas beiseite legen und wenn ich ein Bild male, das mich 2 oder 3 Monate Arbeit kostet, muss ich ja leben, meine Zeit investieren und für meine Materialien aufkommen. In freudiger Erwartung, dich zu sehen, mit herzlichem Händedruck, Grüße an deine Muse. Dein Freund, der sich auf dich verlässt, Henri Rousseau. Rousseau muss von seinen mageren Einkünften als Maler leben. Er verliert 7 seiner 8 Kinder. In diesen schwierigen Zeiten beschließen ein paar bedeutende Künstler 1908,
den Autodidakten Henri Rousseau zu würdigen. Er ist 64 Jahre alt und wird nur noch 2 Jahre leben. Der junge Picasso veranstaltet in seinem Atelier, dem Bateau Lavoir, ein großes Bankett. Es wird ein fantastisches Fest zu Ehren Rousseaus, das feuchtfröhlich bis in den nächsten Morgen hineindauert. Die gesamte Bohème jener Zeit ist anwesend. Rousseau sagt bei dieser Gelegenheit zu Picasso: Wir beide sind die größten Maler unserer Zeit. Du im ägyptischen Stil, ich im modernen. C'est bien ici qu'a eu lieu le banquet offert par Rousseau dans l'atelier même de Picasso, avec qui je vivais à cette époque. Pourquoi frappez-vous à cette porte? Par souvenir. Maintenant c'est déserté. Je le regrette. J'aimerais mieux que ce soit Picasso qui vienne m'ouvrir. Vous avez habité là? J'ai habité là environ de 1901 ou 2 jusqu'à 1910. 11, jusqu'à 1911. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait d'abord tous les amis. Salmon, Apollinaire, Kremnitz, Jean Gris, Max Jacob. Et puis Gertrude Stein. Il y avait tous les rapins de Montmartre qui ont pu venir à inviter ou non. Et il y avait Marie Laurencin qui avait été renvoyée parce qu'on l'avait un peu grisée. En attendant, Rousseau était toujours sur son trône, endormi, après avoir chanté sa petite chanson. Enfin, il s'est réveillé. Et à ce moment-là, Apollinaire, qui avait fait des vers à la gloire de Rousseau, a dit sa poésie. Du erinnerst dich, Rousseau, der Landschaft der Azteken, der Wälder, wo Mango und Ananas wachsen, wo die Affen das Blut der Wassermelone verspritzen und das des blonden Herrschers, der dort erschossen wurde. Die Bilder, die du malst, du sahst sie in Mexiko. Eine rote Sonne schmückte die Wipfel der Bananenbäume. Als tapferer Soldat tauschtest du deinen Waffenrock gegen die blaue Uniform der braven Zöllner. Über deine Kinder brach das Unglück herein, deine Kinder starben, und auch deine Frauen. Dann hast du dich mit der Malerei verheiratet, um deine Bilder zu schaffen, Kinder deines Geistes. Wir sind hier zu deinem Ruhm versammelt. Lasst uns jetzt den Wein trinken, den uns Picasso dir zu Ehren einschenkt. Lasst uns das Glas heben und alle im Chor rufen: Hoch lebe Rousseau! Täglich entdecken wir in Rousseau die Beziehungen der Menschheit zum Universum, zur Natur. In dieser Hinsicht ist Rousseau von den ignoranten und böswilligen Kritikern seiner Zeit vollkommen unbeachtet geblieben. Nur sehr wenige Maler entdeckten allmählich den wahren Wert seines Werkes und ahnten etwas von seiner Wirkmächtigkeit. Als Robert Delaunay 1910 das Bild Die Stadt Paris malt, knüpft er direkt an Rousseau an, indem er auf die Perspektive verzichtet und die Formen zerlegt. Rousseau fragte übrigens kurz vor seinem Tod, warum sein Freund den Eiffelturm auf seinem Bild kaputt gemacht hat. Aber Robert Delaunay war nicht der Einzige, der spürte, dass Rousseau einen sehr bedeutenden Platz in der Kunstgeschichte einnehmen würde. 1936 wird mit Alfred Barr, der Gründer des Museum of Modern Art in New York, der modernen Malerei eine große Ausstellung. Aus diesem Anlass entwirft er ein Schema der künstlerischen Strömungen, das in der Kunstgeschichte Berühmtheit erlangt hat. An den Anfang der abstrakten Revolution stellt er die großen Gründerfiguren Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Seurat und Henri Rousseau. Rousseaus Bildkompositionen, die mit den herkömmlichen Regeln der realistischen Darstellung brechen, sind in vielerlei Hinsicht vorausweisend.
Sie beeinflussen sogar noch Maler wie Kandinsky, der fasziniert war von den Farben und der abstrakten Welt des Zöllners. 1912 erklärte Kandinsky im Almanach Der blaue Reiter: Henri Rousseau hat den neuen Möglichkeiten der Einfachheit den Weg geöffnet. Dieser Wert seiner vielfältigen Begabung ist uns augenblicklich der wichtigste. Im Gemälde Der Krieg oder die reitende Zwietracht stellt Rousseau die Schrecken des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 dar. Rousseau, der 4 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg stirbt, scheint hier eine aus den Fugen geratene Welt vorauszuahnen. Das Bild ist aber nicht nur wegen seines Themas modern. Wie in den meisten seiner Bilder bricht Rousseau auch hier mit allen 3 klassischen Regeln der Perspektive. Die Einzelheiten, die sich in größerer Entfernung vom zentralen Thema befinden, verlieren nicht an Schärfe. Sie werden auch nicht kleiner und die Farben des Hintergrunds verblassen nicht. Das dürfte eine Erklärung für das Geheimnis von Rousseaus Modernität sein. Eine Welt ohne gefestigte Perspektive kann leider nur in abstrakter Form existieren. Das unbändige Pferd und die erhobene Fackel der Reiterin lassen einen sofort an Picassos berühmtes Gemälde Guernica denken. Der Maler hat sich 40 Jahre später vermutlich erinnert, dieses Bild irgendwo und in allen Einzelheiten gesehen zu haben. Das Bild beweist erneut Rousseaus Einfühlungsgabe, denn es verdichtet die von ihm bevorzugten Themen. Die Erinnerung an unsere Träume und Albträume und die Vorahnung des Todes. Rousseaus Leben war klar und einfach und unterschied sich auf den ersten Blick nicht von dem der anonymen Masse der Kleinbürger und Gewerbetreibenden der Vororte. Aber in genau diesem Milieu blühte die starke und komplexe Natur des Zöllners auf. Und wir, die wir diesem Phänomen beiwohnen und den Vergleich mit wenigen einzigartigen und wunderbaren Fällen in der Kunst vornehmen konnten, wir haben das Glück gehabt, das Leben und das Werk dieses Genies zu entdecken und seine ungeheure Tragweite zu erfassen. Was uns an Rousseau so fasziniert, sind vielleicht weniger seine Porträts, seine Landschaften und Urwälder als das, was er uns mit seiner Fantasie über unsere eigene verborgene Welt und sogar über unsere Verwundbarkeit offenbart. Mit seinem unbändigen Willen, eine Welt zu malen, die es nicht gibt, scheint Rousseau zu sagen: Einzig die wahre Kunst erlaubt uns, unseren eigenen Tod zu überleben. Nur die Kunst kann über die Zeiten hinweg die Seelen der Toten miteinander verbinden. Allein die Erinnerung an unser kindliches Staunen gewährt uns den Zugang zu dieser unsichtbaren Welt. Henri Rousseau starb am 2. September 1910. Herr Ude ging zu ihm. Da viele seiner Freunde sich außerhalb von Paris aufhielten, wohnten nur 7 Personen seiner Beerdigung bei. 1913, endlich, meißelten der Bildhauer Brancusi und der Maler Ortiz de Zárate
das Epitaph in den Grabstein, das ich mit Bleistift darauf geschrieben hatte. Wir grüßen dich, lieber Rousseau. Du hörst uns doch? Delaunay, seine Frau, Monsieur Keval und mich? Lass unser Gepäck zollfrei durch die Himmelspforte. Wir bringen dir Pinsel, Farben und Leinwand, auf dass du deine heilige Freizeit im Lichte der Wahrheit verbringest, mit Malen. So wie du einst mein Porträt gemalt hast, im Angesicht der Sterne.